Ich glaube, ich habe das nach dem Abi gemacht, hatte gar keinen Bezug zur Arbeit richtig davor und hatte bei der deutschen Schule angefangen und mich ja schnell mit Leuten vom Goethe-Institut angefreundet, war dann noch relativ viel beim Goethe-Institut und die Kolleginnen beim Goethe-Institut, bei denen ich dann auch viel gemacht habe, waren unglaublich, unglaublich tolle Menschen und haben mir diese Angst, die man nach dem Abi hat, oh Gott, ja, okay, jetzt Studium und dann Arbeit und dann ganz, ganz lange arbeiten und mir gezeigt haben, dass das eine ganz wundervolle Erfahrung sein kann und diesen Einblick darin zu haben, das war was mich stark geprägt hat, so einen Bezug zur Arbeit zu finden.